In Tschernihiw, nördlich von Kiew, sind mindestens 10 Menschen, die in einer Schlange standen, um Brot zu kaufen, durch einen russischen Angriff getötet worden. Seit Tagen gibt es nach ukrainischen Angaben Luftschläge auch auf Wohnhäuser. Am Tag 21 des Kriegs in der Ukraine sind wieder Wohngebäude in Kiew angegriffen worden. Darunter ein Hochhaus mit 12 Stockwerken. In der Hauptstadt gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner verbringen die Zeit in Schutzräumen. Russland hat Aufnahmen von Waffen aus dem Westen veröffentlicht, die die ukrainische Armee im Donbass eingesetzt haben soll. Gleichzeitig schlägt Moskau eine neutrale Ukraine nach dem Vorbild Österreichs vor. Dazu sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow, dies sei eine Option, die als echter Kompromiss betrachtet werden könne. Die russische und die ukrainische Delegation verhandelten, um dazu eine Vereinbarung zu treffen, erklärte Peskow. Russlands Präsident bezeichnet die Militäroperation in der Ukraine weiterhin als Erfolg. Doch auch in der Großstadt Dnipro, nördlich der eingekesselten Stadt Mariupol, verteidigt die Armee der Ukraine die Stadt und will keinen Zentimeter der Front den russischen Truppen überlassen.